Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Tom. Freut mich sehr, dass du hier wieder eingeschaltet hast. Ja, in diesem Video möchte ich euch mein neues Depot vorstellen bei der Consorsbank. Ja, warum habe ich mich für die Consorsbank jetzt entschieden? Ihr wisst, ich habe ja schon ein Depot bei der Comdirect. Das hat mehrere Gründe und zwar zum einen, ich wollte Aktien besparen, die bei der Comdirect nicht sparplanfähig sind und zum zweiten, bei der Consorsbank gibt es viel mehr Aktien, die man besparen kann. Die Depotführung ist kostenlos, ein Verrechnungskonto hat man auch dabei und das waren alles Vorteile, die für mich sehr wichtig waren. Man bezahlt genauso wie bei der Comdirect 1,5%, da gibt es keinen Unterschied, aber ich habe mich jetzt für die Consorsbank entschieden, einfach damit ich neue Aktien noch hinzufügen kann. Natürlich verkompliziert das die ganze Sache jetzt, ich habe ein weiteres Verrechnungskonto. Und ich habe natürlich jetzt auch ein zweites bzw. ein drittes Depot, weil ich habe ja zwei bei der Comdirect und eines bei der Consorsbank. Durch diese ganzen Sparpläne, die ich jetzt mittlerweile ausführe, musste ich mir jetzt auch eine Tabelle anlegen, die ich euch in diesem Video zeigen werde. Bei dieser Tabelle habe ich einfach mal alle Sparpläne zusammengefasst zwischen Peer-to-Peer und Bitcoin und Consorsbank, Comdirect, Depot 1, Comdirect, Depot 2, den Geldmagneten. Und werde euch auch das in diesem Video zeigen. Und dann werden wir noch zwei Sparpläne gemeinsam anlegen. Von zwei Aktien, einmal BlackRock und einmal Union Pacific. Diese zwei Aktien fehlen mir jetzt noch. Diese habe ich mir extra aufgespart, damit wir sie gemeinsam hier im Video anlegen können. Und somit sehen wir uns das jetzt gleich am Bildschirm an. Und los geht's. So, wir befinden uns jetzt hier bei meinem Bildschirm. Genau, jetzt seht ihr hier die Consorsbank. Ich bin auch schon eingeloggt. Und ihr seht hier, ich habe auch schon einige Sparpläne angelegt. Und das ist zwar einmal Texas Instruments, Novo Nordisk, Home Depot und Coca-Cola. Ich gehe jetzt nicht näher auf die Aktien selbst ein. Das mache ich dann in einem anderen Video, wenn ich meine neuen Sparpläne vorstelle. Genau, was wir allerdings schon jetzt kurz ansehen, ist hier meine Aufteilung aktuell. Ich habe gemerkt, es wird mir einfach zu viel, wie ich schon gerade erwähnt. Und da ich verliere die Übersicht. Und jetzt seht ihr das. Ich habe genau drei Depots. Das grüne hier, das ist das zweite Depot bei der Comdirect. Das gelbe ist mein Hauptdepot bei der Comdirect. Und jetzt seht ihr hier, das hellblaue ist hier natürlich die Consorsbank. Genau. Was hier noch dazu kommt, ist der Bitcoin. Und zwar habe ich den bei Bitpanda, das war letztes Mal auch eine Frage hier, das zeige ich euch ganz gleich dann und den bespare ich ja auch mit 100 Euro im Monat. Und jetzt seht ihr hier, der Bitcoin macht 9% aus. Wir werden jetzt zwei Aktien hinzufügen und wie wähle ich die aus, das zeige ich euch gleich. Ich habe mir ja hier, ihr wisst, ich benutze mittlerweile den Aktienfinder, und habe mir hier ein paar Filter reingepackt und diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aktien stehen hier noch zur Auswahl. Genau. Und ja, es sind auch drei REITs dabei und ich habe mir jetzt eine Weile überlegt, was ich noch da reinpacke. Ich wollte zuerst eigentlich Mastercard reinpacken. Was gefällt mir bei Mastercard nicht so gut? Das kann ich euch gleich zeigen. Und zwar ist es laut Aktienfinder überbewertet und die Dividendenrendite ist hier 0,49% aktuell. Wir haben zwar natürlich eine sehr starke Steigerung von über 20%, aber das rechtfertigt nicht diese niedere Dividende. Und vor allem, wie ihr wisst, wenn wir hierher gehen, ihr seht, ich habe auch schon Visa mit drin. Genau. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Und zwar habe ich mich dann jetzt für Union Pacific entschieden. Was das dann ganz genau ist, das sage ich euch in einem anderen Video. Und für BlackRock. Warum habe ich keine REITs jetzt mit reingenommen? Ich bespare ja den ETF. Und zwar diesen hier, den iShares Developed Market Property Yield ETFs und das ist ein ETF auf ganz viele verschiedene REITs. Ich werde den auch nochmal vorstellen dann in einem separaten Video. Den bespare ich mit 75 Euro, wie ihr hier seht. Die ETFs haben hier immer eine bisschen
größere Sparrate als die Aktien hier mit drinnen. Ausgenommen natürlich der Bitcoin. Genau, und jetzt kommen noch zwei weitere Aktien hinzu. Und diese schreiben wir jetzt schon mal hier rein. Ich werde jetzt die Asien und so weiter noch nicht rein, aber wir schreiben rein, dass wir BlackRock besparen, und zwar bei der Consorsbank. Genau. Und auch mit 25 Euro. Und dann werden wir hier noch Union Pacific besparen, auch bei der Consorsbank. Den Rest fülle ich nachher aus, damit das Video jetzt hier nicht zu lange wird. Und auch hier mit 25 Euro. So, jetzt seht ihr hier die Veränderung. Wie ihr wisst, das hier ist der Geldmagnet. Den bespare ich aktuell mit 25%, weil es halt 300 Euro hier sind. Dann kommen die vier ETFs, die ich bespare. Den iShares Developed Market, den Spider S&P, US Dividend Aristocrats, dann den Vanguard FDSE Emerging Market ETF und dann den Spider Global Dividend Aristocrats. Den habe ich neu, den werde ich euch auch in einem anderen Video vorstellen. Und hier haben wir dann die Einzelaktien. Was machen wir natürlich hier? Hier werden wir ganz kurz auch das Blau machen, weil die besparen wir ja jetzt bei der Consorsbank. Genau. Eine Frage, die noch in anderen Videos aufgekommen ist, und zwar, kann man die Mastercard besparen? Und viele haben hier gesagt, nein, das geht nicht. Aber es geht, das zeige ich euch ganz gleich hier nachher. Wir nehmen uns dann einfach die ISIN hier mit raus und packen die dann rein. Bevor wir jetzt aber die Sparpläne anlegen, möchte ich hier euch nochmal zeigen, und das eben das Coole bei der Consorsbank ist, was mir gut gefällt. Es gibt hier, ich weiß nicht, steht hier eine Zahl, aber es gibt eine Riesenmenge an ETF-Sparpläne. Ich gehe mal ganz kurz hier durch mit euch, aber ihr seht hier schon extrem, extrem viele. Und noch besser ist, es gibt hier eine Menge Aktien, die besparen. Jetzt schauen wir mal hier, ob Mastercard schon drin steht. Nein. Nein. Sie steht nicht drin, aber man kann sie besparen. Ich habe es getestet, das zeige ich euch dann gleich. Und ihr seht hier, wir haben hier DAX-Aktien, dann haben wir Nasdaq-Aktien, also die ganzen großen Konzerne aus den USA. Wie ihr seht, den Nasdaq 100. Dann haben wir hier noch Stocks Global 150. Genau, wie ihr seht, sind weitere 150. Also es gibt hier wirklich, wirklich viele Aktien, die man besparen kann. Und das Schöne dabei, man bezahlt immer diese 1,5%. Und was mir noch gut gefällt, hier bei der Consorsbank ist, die sind offen für Vorschläge. Da muss ich eigentlich einen kleinen Minuspunkt an die Comdirect geben. Ich habe vor einem Monat circa habe ich den Support dort angeschrieben und habe geschrieben, ob irgendwann Mastercard und Texas Instruments dazukommt. Man muss jetzt sagen, Texas Instruments war eigentlich die Aktie, die ich unbedingt haben wollte, besparen wollte. Die gibt es bei der Comdirect nicht. Und sie haben auch gesagt, sie haben auch nicht vor, diese demnächst da reinzupacken. Hat mir zumindest der Live-Chat gesagt. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Ich möchte diese Aktie besparen, will aber einen Sparplan anlegen und nicht selber die Aktie hier kaufen. Habe dann einfach mir die Consorsbank angesehen und habe diese jetzt schon im Sparplan mit drin. Also sehr, sehr cool. Und ich weiß eben von anderen Kanälen, zum Beispiel auch von Aaron Homo Economicus, dass der auch schon ein paar Aktien und auch vom Aktienfinder, die schreiben dann die Consorsbank an und dann schauen die, dass die Consorsbank hier die Möglichkeit schafft, diese Aktien hinzuzunehmen. Und das ist, finde ich, ein toller Service und auch auf jeden Fall erwähnenswert. Genau, welche Depots gibt es hier bei der Consorsbank? Wenn du unter 27 bist, gibt es hier dieses Young Trader Depot. Und da bekommst du, wenn du quasi einen Trade dann machst, bekommst du 75 Euro Guthaben gutgeschrieben, wenn du das hier aufmachst. Ich packe euch die Links hier unten in die Infobox. Und dann könnt ihr euch das ansehen. Natürlich könnt ihr auch die Konditionen und so weiter dann genau ansehen. Ich bin nicht mehr unter 27, deshalb habe ich mir jetzt, ich habe mir einfach das normale Trader-Konto hier aufgemacht. Hier kann man ab 3,95 Euro pro Order handeln. Ist für mich nicht so wichtig, da ich eh fast alles über Sparpläne abbilde. Und
Es gibt eben viele Fonds und ETFs, die gratis zu besparen sind. Da kann man, wenn man mehrere Depots hat, natürlich jetzt vergleichen. Ich könnte zum Beispiel mal nachschauen, ob, also dieser hier, dieser ist bei der Comdirect aktuell mit 0%. Also den kann man gratis besparen. Jetzt könnte ich mir mal hier kurz ansehen, ob die anderen drei bei der Consorsbank gratis besparbar wären. Denn dann könnte ich bei der Consorsbank einfach die Sparpläne weiterführen. Genau, so viel dazu. Und das hier ist ein Trader-Konto. Man kann das hier einfach dann öffnen. Schaut euch natürlich die Konditionen und so weiter im Detail an, bevor ihr sowas aufmacht. Genau, und jetzt werden wir noch gemeinsam diese zwei Aktien besparen. Und zwar wurde ich natürlich ausgeloggt hier und logge mich ganz kurz ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt eingeloggt hier in meinem Depot bei der Consorsbank und wie ihr seht, habe ich hier schon 150 Euro herüberwiesen und das reicht genau für 6 Sparpläne à 25 Euro. Ich habe schon 4 Sparpläne angelegt und die anderen 2 machen wir jetzt gemeinsam. Und zwar, wenn man hier einen Sparplan anlegt, dann geht man hier auf Sparen und Anlagen und geht hier auf Sparpläne. Und hier können wir dann gleich klicken, neuen Sparplan anlegen. Das Coole ist, hier kann man Fonds, ETFs und Aktien besparen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Wenn du dir einen Fonds rausgesucht hast oder eben einen ETF, den du besparen willst, funktioniert das genauso gut wie ein Aktiensparplan. Wir gehen jetzt einfach auf neuen Sparplan anlegen und klicken auf Depot vorhanden. Wir haben ja das Depot schon eingerichtet. Und ihr seht, ihr habt die 150 Euro und habt diese 4 Sparpläne schon angelegt. Jetzt machen wir gleich einen neuen Sparplan. Gehen hierher und kopieren uns von Mastercard hier einfach. Nein, ich will nicht den Link. Sonst machen wir einfach den Link auf. Und kopieren uns hier. Ich bespare ja nicht die Mastercard zeige ich euch jetzt hier nur. Und wie ihr seht, ich kann hier jetzt die Mastercard besparen. Und das ist natürlich cool und eben beantwortet die Frage, die ihr habt. Ich bespare nicht die Mastercard, deshalb gehe ich jetzt nochmal zurück und klicke die Aktie weg und hol mir hier Union Pacific. So, genau. Hier muss man natürlich für den Verbraucherschutz das anklicken. Dann nennen wir es einfach mal hier Altersvorsorge und nennen, so genau, hier kann man den Namen reinschreiben. Hier nenne ich das dann immer so wie die Aktie selbst. Genau. Sparintervall monatlich. Und jetzt sehen wir hier schon den ersten Unterschied zur Comdirect. Comdirect kann man 4-mal im Monat besparen. Ich bespare sowieso immer am 1. des Monats. Deshalb klicke ich hier auch den 1. an. Laufzeit von. Wir beginnen ab dem 1. November, das heißt im nächsten Monat. Lassen das Open End und machen die Sparrate 25 Euro hier rein. Jetzt packe ich hier die IBAN rein und dann klicke ich auf Weiter. Genau, ich habe jetzt die IBAN reingepackt und jetzt sehen wir hier nochmal eine Übersicht, was hier passiert und müssen es noch unten mit einem Dann bestätigen. Hier kriegt man dann einen QR-Code, den scannt man mit seinem Handy und dann bestätigt man hier diesen Dann. So, jetzt seht ihr, mein neuer Sparplan ist mit drinnen und ich werde jetzt noch BlackRock hinzunehmen. Und das mache ich jetzt nicht mehr im Video, denn das würde jetzt den Rahmen sprengen und zeige euch es dann nachher. Beim nächsten Mal sehen wir das wieder. Ich trage mir dann hier noch alle Daten ein, weil hier schreibe ich immer die WKN-Nummer, welche Art von Aktie das ist. Zum Beispiel das ist jetzt eine Dividendenaktie und das hier auch. Genau, packe hier noch die WKN-Nummer dazu und dann sehe ich hier schön im Kreisdiagramm, wie viel ich monatlich bespare. Hier habe ich natürlich die Summe. Es sind aktuell 1200 Euro. So, das war es dann auch schon hier für das Video. Ihr habt gesehen, wie man einen Sparplan anlegt
Und ich muss einfach sagen, die Consorsbank ist sehr, sehr praktisch und gefällt mir auch gut soweit. Und es gibt hier den Bonus, wenn man sich anmeldet, 75 Euro beim Young Trader. Und ich glaube, beim normalen Trader-Konto bekommt man 20 Euro nach dem ersten Sparplan. Ist auch ein netter Bonus. Die Kontoführung und so weiter ist eh kostenlos. Und somit kann ich das nur empfehlen. Ich freue mich jetzt, wenn diese dann am 1. starten und wir alles zusammen im Portfolio Performance dann eintragen können und wir uns ansehen, wie auch hier das Depot dann neu wächst. Dann sehe ich auch, wie hier alles dann aussieht bei der Consorsbank. So, ich bedanke mich bei dir, dass du mir zugesehen hast, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Immer wieder schön, wenn den Leuten gefällt, was ich hier mache. Und wenn du nichts verpassen willst, abonniere den Kanal. Aktiviere das Glöckchen und wenn es dir gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch. Damit freue ich mich und natürlich auch der YouTube-Algorithmus und unsere Videos hier werden höher gerankt. Ich wünsche dir alles, alles Gute, einen wunderschönen Sonntag noch und mach's gut.